So, liebe Leute, herzlich willkommen zu World of Warships. Und ja, wir sind hier voll im Gange sozusagen. So, ich musste mich jetzt erstmal ganz kurz. Oh, das war knapp. Aua. Aber ich muss hier auf jeden Fall jetzt weg. Gerade eben hatte ich nämlich das Problem irgendwie, dass ich keine Schiffe sehen konnte. Hatte wahrscheinlich aber damit zu tun, dass ich mich erstmal einruckeln muss. Ja, ich bin also heute mal wieder auf See unterwegs und gut, die erste Runde, denke ich mal, wird. Oh, da ist ja einer. Wird nicht so erfolgreich sein heute. Schade. Hätte ich mir irgendwie besser vorgestellt, aber da schon 0 zu 2 steht. Wieso fahre ich eigentlich nicht? Irgendwie. Ach so, da, meine Maschinen. Ah ja, gut, das erklärt's natürlich. Shit. Das erklärt natürlich so einiges. 56. Ach so, ich habe doch noch eine Reparatur über. Mensch, so. Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. So, ich werde jetzt hier hinter dieser Insel lang fahren, also da versuchen, so nah wie möglich an irgendwas ranzukommen. Müssen ein bisschen resetten, habe ich das Gefühl. Was haben die verloren? Stufe 5 und Stufe 2. Naja. Ich fahre jetzt auf jeden Fall hier mal mit rüber. Hier sind ganz viele von meinen. Das ist immer besser, als irgendwo alleine rumzueiern. Deshalb werde ich mich jetzt hier mal anschleichen. Ich hoffe, das funktioniert. Da 42.800 Hit. Points. Das ist natürlich heftig. Hey, was ist da los? Okay. Das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt. Ah, du Schwein. Abdrehen. Komm schon, dreh weg. Ah, mein Steuer ist blockiert. Kacke. Ja, das war's wohl. Schon. Ist weg. Oh nein. Wieso ist denn jetzt auf einmal keiner mehr? Wieso schießen alle nur auf mich? Muss hier weg. Waren gerade eben so viele von mir. Ah, da hinten fährt noch einer.
Okay, ja, das war mir jetzt schon fast eine Lehre. Gerade eben, Mist, die waren, glaube ich, zu schlecht geschossen. Die gehen an die Insel. Puh, ja, Action pur hier. Na, gehen dran vorbei, das ist schon mal gut. So, in dieser Runde noch nicht wirklich was gerissen. Aber immerhin lebe ich noch, das finde ich auch schon mal nicht so schlecht. Gucken wir doch einfach mal, was da so passiert. Oh, 6 zu 5 nur noch. Aber unsere beiden sind schon mal recht voll, das gefällt mir. So, ich werde jetzt hier auch einmal drehen, damit ich gar nicht so dicht an den rankomme. Und einfach mal ein paar Torpedos abfeuern. Oh, schnell wieder hinter die Insel. Wäre gut, wenn unsere Jungs mal treffen würden. Ah, das war ein Treffer. So, jetzt steigt die Spannung wie ein Luftballon. So, wenn die jetzt hier beide auf mich schießen, so haben wir natürlich nicht gewettet. Nein, ich kann nur Kreise fahren, mal wieder. So, jetzt haben wir es. Ist der vor der Insel? Ja, ist er tatsächlich. Aber ich komme nicht ran. Mist. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass das jetzt hier losgeht. Ich habe nämlich auch keinen Rauch mehr. Auch nicht mehr so viel Leben. Aber das sollte machbar sein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch. Na gut, ich meine, im Moment sieht es jedenfalls aus, als ob wir das noch gewinnen würden, könnten. Boah, Breitseite. Ja, cool. Da muss ich ja mal sagen, bin ich sehr positiv überrascht. Ich habe zwar nichts gerissen in der Runde, aber wir haben gewonnen. So, mal gucken, was hier geht. Ob ich. Na, ich glaube, mit der Punktzahl, die ich hier gerade gerissen habe, geht da lange nichts. 188 habe ich. Ach so, 2400 brauche ich. Na ja, gut.
Ich hätte auch noch einiges entfernt. Als nächstes kommt dann mal die Chester-Klasse. Bis gleich. So, weiter geht's. Ihr habt sicherlich gerade eben gemerkt, ich bin bei diesem Spiel noch nicht so ganz drin und auch sehr oft, naja, ich versuche mich jedenfalls zu konzentrieren, deshalb brabbel ich dann auch mal nicht ganz so viel. Aber das ist, ja, wie gesagt, wenn man irgendwas Neues hat, das ist schon spannend. Und ja, ich werde jetzt hier auf jeden Fall im Verbund mit der Wyoming mal eine Runde hier rüberfahren und hoffen, dass die mir jetzt ein bisschen Schutz bieten kann mit den Kanonen, die sie drauf hat. Wo fährst du lang? Wieso dreht denn er jetzt? Ist das gut, dass der dreht, oder ist das schlecht, dass der dreht? Hier hinten sind Phoenix, Kuma und Chester. Nee, dann fahre ich lieber doch hier mit lang. Na, da hinten kommen schon die ersten. Auch die ersten Torpedos schon im Wasser, gut. Auch mit ein bisschen Glück. Oh, das war knapp. Schade. Ach, schlecht sind die Schüsse nicht. Ja, getroffen, Freundchen. Schade, jetzt bin ich natürlich ein bisschen zu schnell hier hinterm oder vor dem Berg gefahren. So, Freundchen. Was kommt da noch? Da kommt gar nichts mehr. Okay, die Wyoming, die liegt da jetzt nur blöd rum. Oder schlau, ich weiß es nicht genau. Ich fahre jetzt auf jeden Fall der anderen Wyoming hinterher. Und hoffe mal, dass ich rechtzeitig komme. Fährt der auch hinten rum lang? Schade, jetzt ist er gerade zugegangen. Gut, also bis ich da hinten bin, mache ich mal eine kleine Pause. Das ist ja recht langweilig. Ich glaube, hier passiert gerade nicht viel. Hoppala. Ich habe Mauspad hängen geblieben. Deshalb sage ich mal, bis gleich. So, ich bin recht nah dran. Ich versuche jetzt hier mal unseren Zerstörer. Doch, Zerstörer ist es ja. Zu schützen. Oh ja, Baby. So, und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier nicht gleich in eine Breitseite reinfahre. Das heißt, abbremsen und schon mal alle Geschütze ausrichten. Okay, der ist weg. Aber den haben wir da auch schön in die Ecke gedrängt. Jetzt muss ich nur noch mal sehen, dass ich irgendwie
schnellstmöglich rumgedreht bekomme. Ja, das könnte sicherlich im Moment dauern. Deshalb mache ich, glaube ich, nochmal eine kleine Pause. Das letzte Gegnerschiff ist da oben gespottet worden. Das ist auch nicht schlecht. Drehen, bitte. Danke. Alter Schwede. Das ist aber auch hier so ein Pott. Unglaublich. So, ich fahre jetzt hier zwischen den beiden Inseln durch. Was lebt überhaupt bei denen noch? Phönix-Klasse. Ah, der hat auch gerade einen erwischt. Und zwar die andere Phönix-Klasse von uns. Na ja, gut. Drei Kills hat er schon, das ist gar nicht so doof. Aber gut, ich weiß nicht, wie das hier läuft. Ich denke mal, auch durch Capture bekommt man vielleicht irgendwie weniger Punkte, aber Hauptsache gewinnen. Und ich denke mal, in der Runde lief das gerade schon ein bisschen besser treffermäßig als in der ersten Runde. Auch sogar Kill gemacht. War jetzt zwar nichts Großartiges, aber immerhin. So, dann würde ich sagen. Ja, der Cap durch. Ich denke nicht, dass da noch was passiert. Nee, da passiert nichts mehr. Wir gewinnen die zweite Runde. Diesmal sogar ein klein bisschen mehr Punkte und auch, ui, sogar richtig viel Kohle. Gar nicht so verkehrt. So, wie sieht's hier aus? Was habe ich? 810 Punkte und ich brauche 2400. Ja, gut. Das dauert auch noch ein bisschen. So, das dritte Schiff im Bunde hier. Legen wir los. So, los geht's auch schon. Schade. Ich werde auf jeden Fall mal hier bei unserem Schlachtschiff bleiben. Ah, zu kurz davor gezielt, da trifft, glaube ich, nichts mehr. Oh, Mist. Auch nicht getroffen, Nanu. Jetzt vielleicht. Oh, so viele Gegner und ich treffe sie nicht. Das könnte mal treffen. Woll. Komm schon, nachladen. Oh, was? Genau davor und dahinter. Ach, alle dahinter. Naja, von wegen. Schon. Komm schon. Gedreht, lad nach. Jawohl. Den habe ich. Na! Wie gemein. Kacke. Oh ja. Passt schön geradeaus, Kollege. Herrlich. Oh, ist der Macher platt. Mal schauen. Oh ne. Ja, daneben, oder? Ne, doch nicht ganz. Oh, sind hier viele Gegner. Nein, 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 nein.
Oh, jetzt bin ich hier natürlich ein bisschen angekniffen in der Ecke. Aber gut, ich werde auf jeden Fall bei dem hier bleiben. Und hoffen, dass ich vielleicht einfach noch bisschen Schaden machen kann. Ihr merkt, ich bin schon wieder im Kampfmodus hier. Total faszinierend alles. Na gut, da hinten sind noch zwei von mir, das ist natürlich ganz nett. Komm schon. Ein ordentlicher Treffer da jetzt. Wieso dauert denn das Nachladen eigentlich so lange? Ich bin auch nur am Ruder getroffen. Oh, der ist kaputt. Schade. Natürlich ist schön hier noch in den Sand gesetzt. Kann ich den überhaupt drehen? 54 Sekunden noch. Ja, komm. Wo ich hier nur geradeaus fahre. Wäre auch irgendwie Quatsch. Zwar nicht viel Schaden, aber es ist immer ein Schaden. Jetzt bin ich gleich außer Reichweite, oder beziehungsweise er ist gleich außer Reichweite. Oh, 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 ja, Kanonen getroffen. Oh, da kommen Schüsse. Naja, also da weiche ich lieber einmal mehr aus, anstatt zu treffen. Das muss ich jetzt nicht haben. Es ist zwar keine Breitseite, aber ich glaube, selbst das tut weh von so einem Schlachtschiff. Oh, schade. Sind, glaube ich, wären ganz gut gekommen. Ja, so einer hätte mindestens getroffen. Egal. Hauptsache ist, wir gewinnen und ich habe wieder ein bisschen 40 Treffer. Das ist natürlich schon nicht so verkehrt. So, der fährt ja in die Richtung. Das heißt, ich fahre auch mal in die Richtung. Ich hoffe mal, ich werde nicht Ziel Nummer 1 sein. Bei 11.500 HP beim Gegner denke ich, ist die Chance auch ganz gut, dass selbst wenn ich Ziel Nummer 1 bin, dass das vielleicht reicht. Yeah, Treffer. Na gut, da komme ich gar nicht mehr hin. Das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das so schnell geht. Sehr schön. Ja, also ihr merkt, dass es läuft eigentlich wie bei World of Tanks. Manchmal habe ich meine Lichtmomente, dann läuft das ganz gut. Und dann kommt wieder so ein Paddle-Move zwischendrin. Aber auch die Runde wurde gewonnen. Gott sei Dank.
Und ja, 331 Punkte am Start ist jetzt noch nicht ganz so viel. Aber demnächst könnte ich dann eventuell schon neues Schiff dazu kriegen. Ein Slot habe ich noch frei. Mal schauen, mal schauen. Ja, also, ne, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das hier alles noch so ein bisschen hakelig wirkt und ja, ich natürlich noch nicht so der geborene Kapitän zur See bin hier. Aber wie gesagt, Übung macht den Meister und ich hoffe, irgendwann kann ich auch mal ordentlich spielen. Ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, Kritik dürft ihr natürlich immer gerne da lassen. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend. Ciao, ciao, Leute.